Der Alta Via ist ein Wanderweg in Italien. Ja, die Betonung liegt auf Wanderweg. Doch dazu später mehr. Die ganz hohen Berge sollte es da ja nicht geben. Und dass das Höhenprofil so aussah, lag garantiert an der Skalierung der Achsen. Auto geparkt und ab auf die Bikes. 5 Kilometer später hatten wir schon mal den richtigen Eindruck. Erhöhter Anspruch. Alter Falter, so ein Kaltstart hier. Martina meinte, Schwierigkeitsgrad 9,5 liegt an den vielen Höhenmetern. Jetzt gucken wir sich mal etwas erhöhter technischer Anspruch hier. Dreh den Helm mal enger. Safety first. Es rollt. Man sagt ja, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Mit Gepäck? Ja. Hatte was von Blindflug. Da fährst du bei 26 Grad in Deutschland los, fährst 1000 Kilometer in den Süden. Und was ist? Es regnet. Martina sucht Essen. Pflück ein paar Kräuter! Am Abend. Die Dunkelheit ist schon eingebrochen. Um 19 Uhr. Kaltes Bett. Zelten im Regen kann echt gemütlich sein. Okay, vorausgesetzt, die Heringe stecken. Man zeltet nicht in der Senke. Aber manche Fehler macht man halt nur einmal im Leben. Guten Morgen. Erste, was man in Italien erstmal macht, morgens, die Regenhose anziehen. Beauty-Urlaub. Versucht zu retten, was zu retten ist. Schön. Sonst wären wir natürlich richtig schnell. Die oberen Einschränkungen kann ich ganz bereit. Mindestens. Man kann es kaum glauben, aber Martina hat gerade ihren allerersten Schlauch gewechselt in ihrem Leben. Nach wie vielen Fahrradkilometern? Ich weiß es nicht. Schon mit dem Mountainbike durch Kirgisistan gefahren und noch nie einen Schlauch gewechselt. Das sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen.
Man hat ja irgendwie so ein idyllisches Bild davon, auf einem Gipfel zu zelten. Ist eine richtig schlaue Idee, wenn man mit einem Fahrrad unterwegs ist. Haben wir dann auch irgendwann selber gemerkt. Wir sind wieder unterwegs, wieder voll im Modus. Wieder mal kein Weg vorhanden, aber auf der Karte ist ein Weg. Erkennbar. Wir suchen gerade den Gipfel. Als Kind habe ich mich immer über Hänsel und Gretel gewundert. Die Brotkrumen streuen, um sich zu orientieren. Ehrlich gesagt, muss man aber sagen, Orientierung an Pferdemist ist jetzt auch nicht so viel besser. Den Gipfel haben wir immerhin gefunden. Zelten war allerdings nicht so angesagt. Mangels flache Wiese auf dem Berg. Die Entscheidung, wieder runterzuschieben, war aber auch nicht so schlecht. Völlig begeistert von unserem grandiosen Zeltspot. Weniger begeistert von den aufziehenden Nebel und Wolken. Aber man kann ja nicht alles haben. Auf jeden Fall direkt am Alta Via. Special Guest, der Vino aus dem Tetrapack. Hunger! Riecht schon mal nicht wie Milch. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tropfen. Ah ja, ist auch gut gekühlt mittlerweile. So? Dann? Sonte. Wie sagt man auf Italienisch? Salute. Salute bestimmt. Ja. Das ist irgendwie hallo. Das ist sowas wie Gesundheit. Salute. Was wäre Italien ohne Vino? Meine Mama hat schon früher immer gesagt, Katrin, irgendwie hast du Hummeln im Arsch. Einen wunderschönen Morgen. Gleich geht die Sonne auf. Und da das von da oben, vom Berg, vom Gipfel bestimmt noch viel, viel toller ist als von da oben selten, gehe ich jetzt einmal rauf und mache einen kleinen Morgenspaziergang auf den Gipfel und gucke mir das Ganze von oben an. Yay! Everybody gives you advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Nobody knows, nobody knows what's in your soul and how your heart works. Nobody knows, nobody cares. It's time for you to live your life, yeah. Frühstück. Haferflocken sind leider in Italien nicht so angesagt. Deswegen gibt es jetzt Nudeln in Zuckerwasser und Milchpulver gekocht. Gucken, ob das was wird. Die Energie konnten wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Denn was nun folgte, hatte was von Schnitzeljagd. Die Hauptaufgabe bestand eigentlich darin, irgendwo im Wald diese rot-weißen Markierungen zu finden.
Heute Morgen geht es wieder richtig voran. Das liegt aber diesmal nicht an uns. Schieben wir es auf die Strecke? Ich weiß nicht genau, worauf wir es schieben sollen. Also, ja. Es gibt viele Optionen. Vielleicht liegt es auch an unseren mangelnden technischen Skills. Bergauf zu schieben erfüllt ja normalerweise irgendeinen Zweck. Ein cooler Downhill oder gute Sicht. Bergauf zu schieben, um danach aber bergab zu schieben, ist definitiv kein guter Zweck. Ey, ich kann sie nicht mal treten. Wir Mountainbiken wieder, ne? Eine Mischung aus Mountainbiken und Klettern und Turnen. Man kann das Rad die Kekse transportieren. Zwischendurch konnte man dann auch wieder fahren. Und man muss sagen, wenn man fahren konnte, dann hatte das oft nicht viel mit Kontrolle zu tun, aber es hat echt Spaß gemacht. Präzisionsarbeit. Ja. Jetzt sagen wir es immer Luft. Rückwärts einparken. Wenn man jetzt nach links gucken würde, hätte man sowas wie Ausblick. Wir haben allerdings schnell gelernt, dass man den Fokus der Aufmerksamkeit auf gar keinen Fall vom Weg ablenken sollte. Zumindest nicht, solange man in irgendeiner Weise fahrend unterwegs ist. Aber das war irgendwann sowieso nicht mehr so oft der Fall. Hast du noch? Ja, tatsächlich. Wasser? Nee. Okay. Wir stecken ein bisschen im Busch. Keine Ahnung, wie sich das ja ausgedacht hat. Aber derjenige hat auf jeden Fall zu viel Schnaps gesoffen. Oder eine Heckenschere dabei. Ja, gehört auf die nächste Packliste auf jeden Fall. Au! Ah, Dornen? Ja. Blutspuren auf diesem Stein. Man weiß es nicht. War es ein Gipfelkreuz? Ich dachte, aber es ist ein Schild. Ein Kreuz? Sprachlos. Also wir sind gerade an dem Punkt, da macht es echt gerade überhaupt keinen Spaß mehr. Oh, jetzt wollen wir noch die Viecher. Das Urheber bei der Route hat auf jeden Fall bis an Vertrauen eingebüßt. Also, ich weiß nicht, ob es am Herbst liegt oder, also die Wege hier, es ist nicht ansatzweise fahrbar. Wenn man denkt, jetzt ist es vielleicht mal einigermaßen flach, sodass man fahren könnte, sieht es so aus, als wären hier drei Wildschweinherden durchgelaufen und zwar rauf und wieder runter. Also es ist derart aufgewühlt, alles rutschig. Also man muss immer gucken, dass man nicht auf einmal eine Etage tiefer liegt. Ja, jetzt ist es aber wie gucken. Also ich glaube, wir sind in den letzten 2 Stunden... 5 Kilometer geschoben. 5 Kilometer? Glaube ich nicht. Okay. Einen oder zwei vielleicht. Also wir kommen halt auch überhaupt nicht vorwärts. Ja, also läuft bei uns. Was unsere Stimmung ein bisschen aufhellte, war die Aussicht auf einen richtig leckeren Cappuccino. Vorrei un cappuccino, per favore? E Sì, un caffè americano, per favore. Italienisches Temperament hatten wir uns irgendwie anders vorgestellt.
den ganzen Strapazen haben wir auf jeden Fall heute den Cappuccino und Kaffee auf jeden Fall verdient. Oh ja. Außerdem brauchen wir hier die Toilette, um uns hier erstmal gleich das Gestrüpp hier wieder aus den Haaren rauszukriegen. Um uns zu waschen. Weil so geht's heute nicht in den Schlafsack. Das, obwohl wir noch frisch geduscht sind. Gewichtsreduzierung mal anders. Ab sofort waren wir beide mit jeweils 50 Gramm weniger Haut unterwegs. Bikepacking macht echt nicht schön. Es gibt ja verschiedene Kriterien, nach denen man den Zeltplatz aussuchen kann. Eine tolle Aussicht in alle Richtungen war uns dabei immer besonders wichtig. Der Haken? Sicht und Wind haben doch eine relativ hohe Korrelation. Der einzige Nachteil an diesem super Spot ist ein bisschen windig. Das ist nicht so gut für unseren Kocher. Aber wir haben einen Tokyo-Zelt Windschutz gebaut. Dauert so wahrscheinlich jetzt nur 20 Minuten, bis das Wasser kocht. Aber wir haben ihn wieder. Vielleicht sollten wir praktisch in unserer Kriterienliste etwas mehr betonen. Denn wenn das Außenzelt die ganze Nacht gegen das Innenzelt schlägt, ist das nicht förderlich für die Schlafqualität. Guten Morgen. So kann man doch aufwachen. Geil. Everything is like only ghosts in the sky. Drinking in the bar, thinking what there's a life. Everything was lost, not a soul, sing a song. When her glances met, a love story was born. Two strangers dance between the sun and moon. Two strangers play. Viertel vor zehn? Wir starten in einem neuen Tag der Ausgabe Wanderurlaub mit Fahrrad. Ersten Meter auf jeden Fall schon mal schiebend zurückgelegt. Das ist wieder so ein typischer Weg hier. Alles natürlich fahrbar. 3 Millionen Kastanien. Laub. Steine, Stöcke, Stufen. Runtergehen ist auch schon schwierig. Endlich mal wieder auf einer Straße. Seit wann? Seit 100 Metern. Aber dafür feinster Flüsterasphalt. Und wir holen sogar die Rennradfahrer. Bei der Wahl der Zeltplätze könnte unsere Lernkurve ein bisschen steiler sein. Also, wir liegen sehr gemütlich. Wie liegst du so? Ich habe voll den Buckel. Das kann auch ein Kreuz sein. Wir sind ja noch jung, da macht das unserem Rücken ja nicht so viel aus. Also, es ist ein bisschen, der Untergrund ist etwas uneben. Hauptsache, es bleibt nicht so stehen. Ja, wir müssen gleich erstmal ein bisschen die Löcher stopfen, glaube ich. Also ich kann auf jeden Fall nicht schlafen. Ich bin schon so einen halben Kopf unter mir. Ja, oben geht gar nicht. Da ist, glaube ich, ein Fels drunter. Also ich kann nicht runterrutschen. Wie war das nochmal mit Sicht und Wind? Ich hatte jedenfalls die ganze Nacht die Zeltplane im Gesicht. Da wir zum einen total übermüdet waren, zum anderen es echt kalt war, haben wir uns dann entschieden, ein Stück Straße zu fahren. Wir wollten wenigstens überhaupt mal vorwärts kommen. Der Nachteil ist, wenn du auf der Straße unterwegs bist, dann ist es manchmal wirklich schwierig, eine gute Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Heute Abend haben wir leider nicht so den ganz sympathischen Zeltspot hier auftreiben können. Man kann auch sagen, es ist ein bisschen gruselig. Wir wissen nicht so ganz, was es ist hier. Es ist irgendwas Leerstehendes. Und
ganz wichtig. Kleines Detail am Rande. Ich würde sagen, wir zelten direkt vor der Tür. Ist irgendwie... Naja, geht so. Noch lachen wir. Noch finden wir es lustig. Gleich finden wir es nicht mehr lustig. Lass es mal dunkel werden. Manche Prophezeiungen erfüllen sich ja von selbst. Ja, was soll ich sagen? Es wird eine sehr entspannte Nacht werden können. Ich glaube, wir schlafen neben einem Kraftwerk. Und das Ding ist leider nachtaktiv. Wir sind, glaube ich, gerade alle Turbinen angegangen. Ich bin gerade etwas unsicher, ob das eine gute Idee ist, hier zu schlafen. Aber jetzt hier wieder durch den Wald. Ich weiß auch nicht. Oh, voll spooky. Ich wollte mal eine Nacht ruhig schlafen. Aber hätten wir uns auch denken können, wenn man neben einem Kraftwerk das Zelt aufbaut. Ihm war aber alles ruhig. Was machen wir jetzt? Augen zu und durch. Ohren zu. Ich habe keine Ohrenpacks mit. Schlaflos in Italien. Wir hatten es schon echt drauf. Nass, kalt, völlig übermüdet. Irgendwoher kam uns das bekannt vor. Die Universallösung für solche Tage? Wir fahren jetzt zum Strand. So, der Altavia ging jetzt hier rechts. Ein ganz typischer Weg. Ich sag mal so, tschüss Altavia. War uns ein Vergnügen. Wir fahren jetzt zum Strand. Wir versuchen es heute gar nicht erst. Doch, immer wieder. Jetzt. Vino und das reicht. Also, so wie meine Beine aussehen, kann ich auch gleich wieder duschen. Am Ende hatten wir dann also doch noch ein bisschen Italien. Also im klassischen Sinne. Und um den Urlaub rund zu machen, hatten wir auch noch einen super Zeltplatz. Ein Campingplatz direkt neben der Autobahn. 9.463 LKWs in 4 Stunden. Großartig.